Kann man das Ding nicht irgendwie deaktivieren vom Nahen oder was? Tatsächlich. Ach, Hecken! Stimmt! Oh. So, wir können die ja hacken, dann arbeiten die ja für uns. Ganz vergessen. So schnell macht man sich Freunde. Er hatte keine Chance. So, komm her. Düb, düb, düb. Düb, düb, düb. Autsch! Vorlegen Maschendrahtzaun. So, das war das. Das war das. Kriegen wir hier irgendwo noch... Ach du! Du bist das! Na, sag das doch! Alter Franzmann! Rebellenunterstützung. Sehr gut. Ich glaube, wir haben noch nicht alle Luftabwehrdinger zerstört. Kommen wir da hoch? Können da uns nicht dran haken. Doch. Da unten ist noch ein Luftabwehrdings. Fliegen wir da mal schnell hin. Mit unserem Mega Batman Gliding Dings. Das ist ja fast wie Gleitgel. Ich sollte die schlechten Witze lassen und einfach mal spielen. Nein, 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 nein! Naja, weg ist weg. Panzer. Können wir einen Panzer haben? Ich hätte gerne einen Panzer. Boah, noch so viel zu zerstören. Ja, rein da, rein da, rein da! Boah. Die sind mal hart gepanzert, die Jungs. Aber gegen einen Panzer ist das nächste. Jetzt erstmal ein bisschen hier rumstehen und die Radartürme vernichten. Das funktioniert nämlich suppi. Was haben wir noch? Ist das eine Bohrinsel? Geiler Scheiß. Naja, wir... Wir müssen erstmal ein bisschen fahren, denn von hier aus kriegen wir kaum noch was anvisiert. Ein Heli wäre jetzt echt nicht schlecht. Jetzt haben wir soweit die Luftunterstützung oder die Luftabwehr. Ne, das ist unser, der wird gerade zerstört. Na gut. Nein! Lass das! So, komm her, komm her, komm her! So. Wir haben noch einen Rebellenabwurf. Den nutzen wir auch gleich mal. Aua, aua, aua. Ich sagte, wir nutzen jetzt was. Warte, bis du dran bist. Wo würden wir denn hierher kommen, wenn die sich alle einfach vordringeln könnten? Schon mal einen Löffel abgegeben? Aua, 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 aua. Ah, fuck. Oh.
Puh, wieso zum Teufel hält er so viel aus? Vielleicht sitzt er in einem Panzer. Ich bin mir nicht sicher. Alleps? Ach, wir haben keine Granaten mehr. Ach, er ist aus dem sicheren Schutz seines Panzers ausgestiegen. Ja, das verstehe ich. So. Ist aber mal gut hier. Was ist los mit dem Jungen? Können wir dem nicht in die Eier schießen? Ist das echt dein Ernst, ey? So. Rebellenabwurf. Hier. Was nehmen wir denn heute Schönes? Fahrzeug hätten wir gerne. Einen Helikopter. Was hat der? Miniguns. Miniguns sind gut. Wir müssen uns mal... Ah, den könnten wir schon haben. News... Okay, den brauchen wir aber eigentlich gar nicht. So. Den möchten wir haben. Exotisch? Ach, Mörser. Nö, Mörser brauchen wir eigentlich nicht. Ein Scharfschützengewehr nicht. Davon könnten wir mal eine neue gebrauchen. Halt! Wir sind noch nicht fertig. Genau, doppelt geführt. Haben wir die, die ich gerade in der Hand habe? Sammle klassische Teile. Die, die ich gerade in der Hand habe. Ich glaube, das sind die hier. Das heißt, ich kann hier nichts anfordern. Zweihändig, da haben wir jetzt die Predator. Ich glaube, die Predator können wir auch behalten. Die ist eigentlich nicht schlecht. Die ist eigentlich nicht schlecht. Nur mal ein bisschen Muni anfordern. Hier hin. Was? Ja. Ich bin froh, dass wir den Helikopter gerufen haben. Oh Mann, wir hätten den hier hinrufen sollen. Naja, zu spät. Aber wir haben hierfür Muni. Das heißt, wir können wieder was anstellen. Hui. Ich glaube aber nicht, dass die 5 Raketen reichen, die wir hier haben. Da sind wir. Und da ist so eine Knarre, die ich gesucht habe. Sehr geil. Freunde. Ich brauche mal kurz. Ach, nö, hier ist schon. Alles gut. Komm erstmal runter. Bevor du so einen Stress anfängst. Oh, fuck. Also, dass die jetzt so stark sind, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Es tut mir fast leid. Es ist ja unglaublich, ey. Meine Herren, also da, die haben ordentlich was draufgesetzt, aber, wo war ich stehen geblieben? Genau. Die Story ist an sich Nebensache, sagen, höre ich hier gerade. Kannst du so nicht sagen. Denn die Story, also an sich, alles, was wir ja tun, basiert ja auf der Story, denn wir sollen unser Land befreien. Das ist die Geschichte. Schockierend. Wie hübsch das jetzt alles gemacht ist, oder ob es einfach nur darum geht, alles kaputt zu schießen. Naja. Ah! Alle Einheiten hierher. Aber. Ich wiederhole, alle Einheiten hierher. Ich muss sagen, es ist schon erfrischend, wenn man sowas zum Beispiel. Dingens.
das wollte ich sagen, genau. Das ist ja genauso eine riesige Welt wie Witcher zum Beispiel. Und bei Witcher, das ist ja ein ganz anderes Spielprinzip. Und da ist es schon sehr erfrischend, einfach mal wirklich durch die Gegend zu fliegen, alles Mögliche zu töten und da einfach keinen Schmerz mit zu haben. Also das stimmt schon. Da muss ich dir recht geben. Tja, du hast dir den falschen Platz ausgesucht, Kollege. Wo sind meine Rebellen, Freunde? So. So viel dazu. Alter. Man kloppt ja alles kaputt. Stimmt, aber es geht ja darum, dass die Rebellen ja... Ne, ich weiß, was du meinst und ich denke mal, du weißt auch, was ich meine. Ne, du kannst halt auftauchen. Meine Fresse, komm schon. Was ist dein Problem? Ja, wir werden sterben. Einfach wegen nichts. Schwimm doch! Schwimm! Was ist dein Problem, du Spacko? Alter! Komm, komm! Alter, sowas nervt mich mega hart. Jetzt vibriert mein Pad die ganze Zeit. Es wird immer besser. Es wird einfach immer besser. Oh, Alter. Moment, ich muss kurz unterm Tisch wieder was einstöpseln. So. Oh. Meine Güte, also es ist, ganz ehrlich, so ein Krampf gerade. Sowas nervt mich extrem. Das ist... komm schon. Ja, klatsch. Sowas, das ist auch das, was mich an Witcher teilweise so ankotzt, dass man unter Wasser teilweise einfach mal einen Scheiß machen kann. Du bist der Retter der Welt, du kannst machen, was du willst. Du fliegst hier mit einem verfickten Batsuit durch die komplette Weltgeschichte. Und bist einfach mal der König der Welt. Aua. Und wenn's dann aber... Du machst hier solche Kampfgeschichten. Du fliegst hier durch die Gegend. Machst hier einen auf Test-Dummy. Alles kein Problem. Sobald du aber mal 5 Sekunden in Wasser bist, verlierst du generell die Fähigkeit, dich zu bewegen. Also Bewegung ist schon mal ganz raus. Aber es geht ja darum, die zerstören alles, um es wieder aufbauen zu können, selbst, nur nach ihren eigenen Vorstellungen. Wenn man lange genug in so einer Diktatur da immer rumhängt, ist man bestimmt froh, wenn man dann seine eigenen Ideen auch mal reinbringen kann. So. Ob man den General am Ende tötet oder nicht, ist noch offen. La la la. Gerade im Chat überleben und ans Ziel gelangen. Das stimmt. Also wie gesagt, ne, gerade im Gegensatz zu Witcher ist das echt mal hart. Aua. Ist das echt mal hart angenehm, dass man einfach jetzt auch mal hier durch die Gegend gehen und was zerstören kann und weiß ich nicht. Und ist das jetzt schon kaputt oder nicht? Und ja, die Möglichkeiten sind schon geil, also... Da ist ein Heli. Wir nehmen den Heli. Wir haben ja die Luftabwehr jetzt soweit kaputt gemacht. Super!
So, was muss ich denn noch zerstören? Ein paar Transistoren? Ich bin mir nicht sicher, ob das Ding jetzt zerstört ist. Aua. Ich dachte, wir wären mit dem Thema soweit durch. Nee, die Batterie lebt noch. La 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 la. Gehört jetzt mir. Meine Güte. Nicht mal das könnt ihr mir, ihr Affen. So, mal auf die Karte gucken, wo ich überhaupt noch was hin muss. Hier ist noch ein Transistor. Und hier oben ist noch so ein Dings. Ich mache jetzt mal mit Wegpunkte wirklich, damit ich hier nicht wieder 5 Stunden am Stück. Da. Klar, schieß mit Raketenwerfer auf den Menschen. Das Ding noch mal geschickt gedreht jetzt gerade. Ich bin gerade ein bisschen ruhig. Weil ich innerlich immer noch so, noch so auf Hass bin wegen diesem verkackten Tauchen. Oh, es ist unglaublich. Naja, so, Wegpunkt setzen tatsächlich. Nein. Nein. So. Und da unten ist jetzt irgendwo noch ein... Transistor. Na gut. Zack. Also da oben irgendwo wahrscheinlich. Nerv nicht. Erstmal hier hochhangeln wieder. So, hier oben ist doch bestimmt irgendwo jetzt dieser letzte Transformator. Das ist auch so ein bisschen nervig. Das eine Sache, die nicht irgendwie jetzt direkt angezeigt wird, einen dann hier die ganze Basis dann quasi nicht einnehmen lässt. Naja. Ach, die Knarre haben wir jetzt freigeschaltet. Und super Wahnsinn. 2 Siedlungen. Ich putze mir mal schnell die Nase. So, da bin ich wieder. Oh, schön. Hat ja gar nicht lange gedauert. Also von daher, was soll es? Okay. Hier haben wir noch auf jeden Fall ein Städtchen, das ist dazwischen. Komm, das Städtchen machen wir noch. Und ich glaube, dann können wir aber wirklich langsam mal dem Ende entgegengehen. Was ich jetzt schon seit einer Stunde sage. Aber irgendwie will ich Ende machen, weil ich ja nicht... Dankeschön. Dankeschön. Weil ich ja ehrlich, wie gesagt, nicht genau weiß, ob das mit der Aufnahme für YouTube jetzt geht. Und wenn das nicht geht, dann muss ich das alles ja nochmal neu spielen für YouTube. Weil ich das ja auch gerne trotzdem auf meinem Channel habe. Und deswegen... Aber es macht einfach so viel Spaß. Es ist unglaublich. Ich wollte schon längst aufhören, aber ich konnte nicht. So. Zück. Als erstes natürlich symbolisch die Statue. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Projektor zerstören. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. So. Gronkh ist wieder voll am Stüssel. Können wir den LKW da dranhängen? Ich hätte auch gerne... Ach, das steht auch gleich. Ja, nice.
Ich hätte auch gerne, haben wir sowas schon, ich guck mal gerade auf der Karte, ist zwar gerade ein bisschen blöd, aber ich hätte gerne diese Kletterkurse für den Haken zum Verbessern, die hätte ich gerne. Aber ich glaube, noch haben wir davon nichts. Naja, wir sind jetzt erstmal hier in der Stadt, da ist noch so ein Plakat. Er ist entkommen, Jungs, weitermachen. So. Wiedergeboren werden. Ich bin Sebastiano Di Ravello. Ach, du bist ein Quatschkopf. Ich bringe allen die neue Weltordnung. Du bist ein Quatschkopf. Wir brauchen Verstärkung. Uns liegen Berichte über Kampfhandlungen vor. Alle Einheiten hierher. Hol den Jet und lass es krachen. Ich glaube, wir haben kein Signal. Doch, ein Signal haben wir noch, aber wir haben kein Jet. Wir haben nur so ein Akrobatenflugzeug und das bringt uns nicht viel. Wir könnten uns wirklich einen Heli holen, aber wir können auch warten, bis die einen Heli schicken. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. So, hier sind die Dinger wieder zum Deaktivieren. Ah, da ist unser Herr Kommandanti. Na, komm ran, wisst ihr, in welchem Land wir hier spielen? Habt ihr da eine Ahnung von? So, jetzt ganz klassisch mit den Revolvern. Komm zu Papa! Haha. So, Freunde, so wird das gemacht. Claudian Jet, ja, wo? Noch kein gefunden und ganz ehrlich, irgendwie verpasse ich es immer, wenn ich irgendwo ein neues Fahrzeug unterm Arsch habe, verpasse ich es immer, das zu irgendeiner Garage zu bringen. Den Dreh habe ich noch nicht raus, Imi. Weiß ich auch nicht. Ja. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn. Was gehört denn eigentlich alles zu dieser Stadt hier? Alles. Da unten hat es auch noch so einen Haufen. Schnell es geht. Wo ist denn da unten? Wo ist der Wegpunkt? Ach, hinter mir. Upsi. Ah, hier ist das Polizeirevier. Na, sehr gut. Habe ich hier für Muni? Yeah. Naja, ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt hoch mit dir? Ich dachte, die kullern runter. Huch. So, Freunde, wo seid ihr? Soll ich mich langweilen? Ein Benzintag weniger, ein Problem weniger. So. Was kann ich hier machen? Einfach nur die Rebellen rufen. So, schnell mal von A nach B und von B nach C. Klümpel, Klümpel. Geht schneller als das Ding zu aktivieren. Dann kriegen wir wenigstens Hilfe von den Rebellen. Ist auch geil, dass die mal sofort raffen, wenn da so ein Tor aufgeht und dann stehen sie direkt da. Also es ist schon geil. Zack, ins Gesicht, was soll's. Kopfschuss-Kombo. Was, was, warum? Okay, fiktive Insel im Mittelmeer, wird mir gerade geschrieben. Weil es könnte ja irgendwie Costa Rica oder Mexiko, ne, Mexiko nicht, aber auch die Namen, die haben ja alle, keine Ahnung, ist halt Spanisch, Portugiesisch, was die hier quatschen. Daran habe ich jetzt halt gedacht, ob da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ich habe den schnellsten Colt in Mexiko. Haha, so. Irgendwas müssen wir noch kaputt machen.
Na, wenn sonst nichts ist. Haha, schön. So, das war die Polizeistation. Jetzt fehlt dir noch ein Plakat. Im Visier der Obrigkeit, also. Volltreffer. Ich suche gerade das letzte Plakat. Ach, da ist es. Bitte kommen. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte kommen. So, jetzt fehlen noch Monitore und Lautsprecher. Oh Gott. Oh, wir wurden gerade alle möglichen National- oder hier. Ja, doch, Staatsangehörigkeiten, die Mittelmeerinseln mit sich bringen oder möglich sind, vorgestellt. Ich gehe einfach mal mit Mexikanern. Weil, hier Rico Rodriguez oder wie wir auch heißen. Das ist für mich mexikanisch und fertig. Du hältst verdammt nochmal die Schnauze. Aua. Ich sagte Schnauze! So. Ich glaube, das sind alle. Soll ich dir mal alle vorlesen? Ah, Moment. Türkei, Zypern, Syrien, Italien, Malta, Slowenien, Kroatien, Tunesien, Algerien, Bosnien, Herzegowina, Montenegro, Albanien, Spanien, Frankreich, Monaco, Griechenland, Libanon, Marokko, Palästina, Ägypten und Libyen. Das sind die möglichen Nationalitäten, die wir annehmen, aber ich glaube eher, dass es Spanisch ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Schnauze. So, jetzt sind nur noch die Monitore. Und zack. Ah, guck mal an. Einer. Da ist der nächste. Aua. Zwei. Wie viele fehlen noch? Fünf, drei. Wo? Da unten. Deaktiviert. Da ist ein Band von dem alten. Das müssen wir uns merken. Weil im Moment haben wir gerade keine Zeit dafür. Huia! So, ich mag das total. Okay. Ein Monitor müssen wir noch. Ah, falscher Knopf, falscher Knopf. Verdammt, schnell, schnell, schnell. Ja, sehr gut. Ich guck mal gerade. Rico ist die spanische und portugiesische Kurzform von Ricardo, sag ich doch. Nix Mexiko, naja. Ich habe aber gesagt, Spanien und Portugal hatte ich doch erwähnt. Okay, wir müssen noch eine Flagge hissen. Und danach müssen wir uns das zweite Band erst anhören von 71 insgesamt. Also, naja. Hui! Mann, ist das cool! Oder? Ja, das passiert, wenn man die ganze Zeit Terroristen tötet. Naja, im Grunde sind wir die Terroristen. Wenn man sich das mal ganz genau vorführt. Wir kommen in die Stadt, die von dem Gesetz halt beschützt wird. Wir kommen in die Stadt, zerstören alles, sprengen alles in die Luft. Im Namen vom weiß ich nicht was. Und sind aber die Helden. Wo ist denn das Band jetzt?
Ach da. Ich glaube, das ist auch mal dieser kleine Radar, den wir unten haben. Hallo, Freunde der Rebellion. Ich freue mich, verkünden zu können, dass Surpico nicht mehr von Diravellos Milizen terrorisiert wird. Der Kampf geht weiter. Wikipedia. Achso, erstmal jetzt. Ich habe mir die Alkoholsucht des Ausbilders zunutze gemacht, um in die Offiziersausbildung aufgenommen zu werden. Als sie meine Aufnahme von den Männern bestätigten, habe ich demütig behauptet, ich würde sie nie im Stich lassen. Jetzt muss ich neben dem Ausbildungslager meine Ausbildung zum Offizier absolvieren. Wer hört denn hier Musik? Raver Party! Krasser Scheiß. Ja, Wikipedia, ich muss sagen, man kann sich natürlich nicht alles von Wikipedia angucken, aber zum Beispiel, wenn es darum geht, hier Filme oder so, welcher Schauspieler welchen Film gespielt hat und sowas alles, da ist Wikipedia zum Beispiel echt spitze, da kannst du nichts sagen. Oder halt auch schnell eine Info, bevor man sich dann eine seriöse Quelle rausgesucht hat und hin und her geht da schon. Thank you.